Hey Leute, herzlich willkommen zu diesem Vlog. Heute gehen wir mit unserem Kunden Tim in den Hermes-Store. Tim weiß aber noch nichts davon. Und zwar, Hintergrund ist folgender: Tim, den kennen einige von euch wahrscheinlich schon, studiert an der Frankfurt School, ist auch unser Frankfurt School Ambassador, ist schon seit anderthalb Jahren im Elite-Coaching mit dabei, hat mit uns richtig geile Praktika bekommen und hat es jetzt geschafft, einen Summer Analyst bei Morgan Stanley nächsten Sommer zu bekommen. Und da ist Tim. Tim, was geht ab? Ich freue mich. Das erste Mal hier im neuen Office. Wir geben Tim jetzt erstmal eine kleine Roomtour. Er weiß noch nichts von seiner späteren Überraschung. Ich hoffe, er freut sich auch überhaupt. Bin gespannt. Genau. Voilà. That's the view. Crazy. Tim ist auch die erste Progress-Story hier im neuen Office, ne? Ich glaube, gerade im Sonnenuntergang ist es schon sehr, 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 sehr krass aus. Ja, ja. Schon ein bisschen besser als das letzte Office, ne? Ja, ein bisschen größer. Minimal ist größer. Das Special heute. Ja. Ich weiß echt nicht, ob du dich freust. Wenn du dich nicht drüber freust, dann... Du musst dich auch nicht gespielt drüber freuen. Ja. Aber ich habe mir überlegt, du bist zwar nicht die erste Tier 1 Progress Story, ja. Das ist der Michael. Michael, ja. Grüße gehen raus für dein JP Morgan Summer Analyst. Wenn du das nächste Mal in Frankfurt bist oder wir uns das nächste Mal sehen, dann holen wir das auf jeden Fall nach. Aber ich führe jetzt offiziell ein, dass jeder, der eine Tier 1 Progress Story macht, ja. Bei den Jungs kaufe ich eine Hermes-Krawatte, ja. Und bei den Mädels überlegen wir uns dann spontan mit der ersten weiblichen Progress-Story irgendwas aus der Goethestraße, was als Gratulation dafür zur Verfügung steht. Das heißt, wir würden jetzt in die Goethestraße laufen und du suchst dir, hast du schon eine Hermes-Krawatte? Nein. Ja, okay, dann musst du dir auf jeden Fall eine aussuchen und dann bekommst du dir geschenkt. Crazy, danke, freut mich wirklich. Wirklich? Ja, freut mich wirklich. Top. Dann machen wir uns auf den Weg, ich hoffe mal, wir können dort filmen und ja, dann bis gleich. Ja, wenn dann aber alle aus dem Coaching bei Team Plan sind, musst du irgendwas anderes überlegen, sonst ist es teuer. Ja, ich meine, das Gute, beziehungsweise es ist ja nicht das Gute, aber es macht ja nicht jeder eine Progress-Story. Also sonst, sage ich mal, wenn das jetzt für jeden, der eine Tier-1-Zusage bei uns bekommt, gilt, das wäre nicht so die perfekte Kalkulation. Ich gehe mal davon aus, ja, es wird schon teuer werden auf jeden Fall, weil jetzt vor allem die ganzen Leute von den Progress-Stories aus dem letzten halben Jahr, das wird halt wie bei dir dann im nächsten Jahr oder so richtig reinkicken, aber das ist es wert. Würde ich sagen. Sehr cool. Das sehr ist wert. Dann wird der Hermes-Store auf jeden Fall geplündert. Und ich lade hiermit auf jeden Fall. Ich meine, ja, okay, wir können ja jetzt eigentlich dann direkt mal die Mädels von uns anrufen, die in Tier 1 eine Zusage schon bekommen haben. Ob mit dem neuen Incentive vielleicht jemand Lust hat, eine Progress-Story zu machen. Ich könnte mir vorstellen, irgendein Designer-Schal oder so. Aber wie gesagt, es wird dann mit der ersten weiblichen Progress-Story noch in Ruhe besprochen. So geil, Mann. Ey, glaubst du? Du hast mir, glaube ich, so ziemlich genau vor anderthalb Jahren auf LinkedIn geschrieben. Ich glaube, es war entweder Dezember oder Januar. Ja. Hast du gefragt, ey David, bei mir sieht es finanziell ein bisschen eng aus. Ja. Ich weiß nicht, ob ich mir das Elite-Coaching leisten kann oder so. Da habe ich gesagt, ey, schick mir einfach mal deine Nummer, dann tauschen wir uns mal aus. Ja. Hättest du gedacht, anderthalb Jahre später redest du so, ja, morgen Sandy, im nächsten Sommer, ich guck mal, wie es läuft. Und dann vielleicht Master, Oxford, Cambridge, mal gucken. Nein, also es ist auch irgendwie immer noch, ich habe auch mit Michael, der jetzt bei JP Morgan dann im Sommer ist, auch noch mal geredet. Wie ein Ambassador quasi. Genau, habe ich auch noch mal geredet und es ist irgendwie echt krass, das alles so zu verarbeiten, weil halt das sauschnell hintereinander passiert. So vor 3-4 Monaten hatten wir die Progress Story für die Spring Week. Ja. 3-4 Monate später geht's zum Praktikum in London und es ist einfach so viel, was da auf einmal passiert. Von daher, ich glaube, wirklich verarbeiten kannst du es erst, wenn du da in dem Office sitzt mit den ganzen anderen Leuten und irgendwie deine Mitarbeiterkarte kriegst. Das meinte Michael auch, so, auch als ich den Anruf bekommen habe. Danach saß ich erstmal eine halbe Stunde und dachte, okay, krass, was eigentlich gerade passiert. Ja, schon insane. Ich meine, es ist ähnlich wie bei uns im Office. Ich kann es, glaube ich, auch noch nicht so ganz realisieren, dass wir jetzt in diesem wilden Office da sitzen. Hard work always pays off, ne? Wie würdest du so Kulturunterschied beschreiben? London und Frankfurt? London ist wirklich, also in diesen Banken, so wie ich es jetzt mitbekommen habe, ist London nochmal ein bisschen mehr wirklich auf diese Work-Life-Balance, wenn du es Balance nennen kannst. Aber die legen schon noch Wert, dass du auch ein bisschen mehr Downtime hast, würde ich sagen. Mhm. Weil in Frankfurt habe ich so ein bisschen das Gefühl, du bist irgendwie immer bei der Arbeit. Und es ist schwer, irgendwie mal ein bisschen abzuschalten. Ich finde, es geht in London ein bisschen einfacher. Und auch Canary Wharf, also da, wo die ganzen Banken sitzen, das ist ganz was anderes als das Bankenviertel hier, weil es ist viel offener, irgendwie nochmal viel grüner. Du hast wesentlich mehr Möglichkeiten, irgendwie nochmal was trinken zu gehen, ins Restaurant zu gehen. Mhm. Es verläuft sich alles irgendwie so ein bisschen mehr nochmal.
Und es ist hier irgendwie so mega gebündelt. Und wenn du da noch dein Office hast, dann bist du halt wirklich, wie gesagt, nur bei der Arbeit. Ja, also hier, IB Lifestyle, kannst halt echt in dem gleichen Hochhaus wohnen. Ja, genau. Du arbeitest, genau. Dein Gym. Ja. Du musst eigentlich das Haus gar nicht verlassen. Ja. Und es wäre schon ganz cool, vielleicht auch noch was anderes zu sehen. Ja. Wie du gesagt hast, es war nicht der perfekteste Weg, weil da hätte ich wahrscheinlich schon vor dem ersten Semester bei euch sein müssen. Und dann wäre die Note im ersten schon mal ein bisschen besser. Dann hätte ich mich auch ein bisschen mit dem früher aufs erste Praktikum beworben und so weiter. Aber ich muss sagen, ich bin trotzdem happy, wie ich den Weg gegangen bin, weil auch nicht jedes Interview irgendwie perfekt lief. Wenn du mal 30, 35 machst, dann gehst du trotzdem mit einer gewissen Routine dann irgendwie auch in die Interviews rein, wo es zählt. Ja. Mhm. Ja. Warst du schon mal irgendwo in Goethestraße einkaufen? Nee, ich bin nur durchgelaufen. Aber Ferraris angeschaut. Einkaufen muss man dann nach dem ersten Bonus machen. Ja, wobei, ich glaube, in hier MS zahlt wahrscheinlich Analystengehalt. Also MS zahlt Analystengehalt, ja. Im Praktikum. Also halt logischerweise Base Salary, ja. Ohne Bonus. Ja. Aber wird trotzdem in Ordnung. Kann man auf jeden Fall. Aber ich meine, kommt ja erst in einem Jahr. Ja, stimmt. Für die AP reicht es dann nicht ganz. Da ist dann der, vielleicht mal, wenn wir den ersten Falsch Bracket Investment Banking CEO produziert haben, dann gibt es die AP. Aber die MS-Krawatte ist für den Anfang, glaube ich, auch in Ordnung. Was ist deine Lieblingsfarbe? Fangen wir erstmal an. Also ich hab einen grauen und einen dunkelblauen Anzug. Grau und dunkelblau. Also was dann auf jeden Fall immer passt, ist sowas, so violett, würde ich sagen. Ja. Aber du hast schon ein paar violett, ja? Violett habe ich nicht. Ich habe Weinrot und dunkelblau. Okay. Eine Schnecke. Mit jemandem auf der Schnecke, die machen Schneckenrennen. Was du blau auf jeden Fall auch machen kann, ist natürlich ein Pumpkin Orange. Das würde natürlich auch gehen. Blau. Das ist ja auffällig jetzt nicht irgendwie. Ja, ist schon auffällig. Ich meine, der Felix Launen wird es auf jeden Fall fahren. Der wird es auf jeden Fall auch stehen. Das ist der mit dem Zweireiher in der Progestory. Ja, also die ist auf jeden Fall safe. Dann lassen wir die mal schon mal rauswählen. Die ist auch cool. Ich finde beide nice, muss ich sagen. Ja, dann lassen wir auch mal beide rauswählen. Dann können wir nämlich am Ende nochmal so einen Vergleichswert machen, weißt du? Hat man so Best of Three oder so, oder? Aber Geld kannst du auch machen, wenn du irgendwie eine Freizeitfahrt machst. Aber ich ziehe mir auch noch eine. Ab sofort ist dann, die Progress Story bekommt eine als Belohnung. Ich kaufe mir selber eine als Belohnung für die harte Arbeit, die wir eingesteckt haben. Du bist aber mehr der helle Typ, ne? Ja, aber ich habe schon eine so, auch so eine rosafarbene Farbe. Okay. Ich habe, glaube ich, ja, nicht die. Pass auf meiner nochmal drauf. Was ich hier die beste erwartet? Ja, genau. Die Concealer, das war ein cooles Outfit. Ja. Ja, hier gibt es nochmal welche. Ja. Auch nicht schlecht, ne? Auch nicht schlecht. Blau ist halt, kannst du auch eigentlich zu allem anziehen. Ja. Warte, du hast gesagt, einen blauen und einen grauen Anzug, ja. Ja. Was ist das für eine? Du bist besser der Motivtyp, ne? Ja, ich hole mir auf jeden Fall eine mit einem Motiv, glaube ich. Ich glaube, die stehen dir alle. Welche würdest du denn an? Wenn wir von 1 bis 3 ranken müssten, was würdest du nehmen? Ich glaube, ich finde 1, 2, 3. Ich finde auch die am besten. Ja. Dann nehmen wir die. Nice. Sehr cool. Ja, da sehe ich dich auf jeden Fall bei Morgan Stanley mit. Da sehe ich dich. Bei Morgan Stanley, warte, Logo ist auch blau, ne? Logo ist blau-weiß, ja. Ja. Ja, guck mal, da ist auch blau und weiß drin. Von dem her sind es genau die Farben. Das ist perfekt. Mega. Sehr, sehr nice. Warte, jetzt gucke ich noch ganz kurz. Welche würdest du mir empfehlen, Tim? Du musst jetzt meine aussuchen. Welche Farbe hast du denn noch nicht? Ich habe so viele Krawatten. Ich habe mir von meinem UBS-Bankrum habe ich mir 30 Krawatten geholt. Die waren nämlich alle bei Pico Kloppenburg so Boss-Krawatten für 10 Euro und ich dachte, ich muss die ganze Zeit andere Krawatten anziehen. Ich habe noch teilweise welche, wo noch das Etikett dran ist. Aber ich finde die MS-Krawatten halt viel nicer, von dem her. Also irgendwie, ich glaube, Orange passt hier ganz gut. Hast du schon eine Orange? Ah, brauche ich eigentlich schon, ne, für Pumpkin. Für Pumpkin? Guck mal hier, so Unicorn-mäßig? Auf Startup angelehnt? Ja, Unicorn. Das ist ja eigentlich schon, ne? Wobei das halt ein Pferd, ich weiß nicht. Ja. Der ist auch das ist halt voll Ralf Lauren X, Pumpkin Careers X, X MS. Ja, komm. Für die erste Progress Story die Orangene für Pumpkin. Ja. Und ab sofort das nächste Mal. Also gibt mal Gas, Elite Coaching Member, für die nächste Tier 1 Progress Story. Nächstes Mal wird dann die gelbe mit dem Reiter gezogen für MS X Ralf Lauren. Top. Das kann ich mir sagen, so David. Nice. Gerne. Hast du auf jeden Fall verdient, Leute. Ich trage sie mal noch, bis wir im Office sind, und dann machen wir die Übergabe. Ja.
Vielen, vielen Dank auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank. Hard work pays off. Motivation für alle, die im Coaching sind, und auch Motivation für alle, die noch nicht im Coaching sind, gebt Gas. Es lohnt sich. Und dann kann man sich auch mal was gönnen. Ne? Weil du hast halt so viel Zeit und Arbeit reingesteckt, um das zu erreichen. Und wenn man dann immer nur arbeitet und sich nie irgendwie dafür belohnt oder sonst was, ist dann auch nicht so das Gelbe vom Ei. Ja, die Krawatte ist auch wieder nicht nur eine Belohnung, sondern wieder eine Investition. Weil am Ende, ne, bist du dann mal einen Kaffee trinken mit dem MD und er erkennt natürlich direkt, okay, MS-Krawatte, aber eine dezente MS-Krawatte. Der Tim, der weiß auf jeden Fall, was Sache ist. Moin! Hey. 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 Jonas ist hier. Ich mach halt den Schraubrad hier im Tisch zusammen. Achso, wir müssen ihn auch selber zusammenschrauben, oder was? Ja, die haben das wieder abgeschraubt und nicht wieder zusammengeschraubt, die Helden. Das ist natürlich nicht so gut. Ja. Na? Wir haben jetzt dem Tim gerade eine geile Krawatte gezogen. Ich habe mir auch eine gezogen. Wieso hat der Tim den nicht an? Soll ich den anziehen? Ja, zum Polo ist nicht so ganz so passig. Ach so, das ist ein Polo. Genau, dann rufe ich jetzt mal Waffelmus an und frage, ob wir vorbeikommen können. Und entweder filmen wir die Vorgestellung danach oder davor, ne? Okay, wir wissen auf jeden Fall, auch Banker-Hotspot das Ganze, weil über mir hängt eine AP-Wanduhr. Ja, müsste wahrscheinlich schon Original-AP sein, ne? Weil diese Rolex-Wanduhr, die sind schon auch de facto von Rolex. Ah, also diese Rolex-Wanduhr kostet schon so viel wie so eine normale Rolex. Doch, 100 Pro. No way. Sehr sicher. Warte mal. Rolex-Wanduhr. Was nimmst du zurück damit? Also ich nehme zurück, dass die doch so viel kosten wie die Original. Ich dachte, die kosten so viel wie Original. Okay, ich weiß auch nicht, ob das hier das Original ist. Ja, wobei, das hier eh fake. Ich sehe auf dieser Seite auch eine GMT für 230 Euro. Dann ist doch fake. Ich glaube, die kosten so viel. Ja, also wenn du sie doch nicht zurückkaufen. Ich lasse mich in den Kommentaren belehren. So. Tim, was sagst du bisher? Der sieht schon mal sehr gut aus. Probieren konnte es ja. Schreib mal anderen Filet. Tim ist auch nur noch Filet inzwischen. Einmal bei der Bulge-Bracket direkt abgehoben. Ja, sieht gut aus. Genau, wir genießen jetzt unser Essen. Probier mal, Tim. Dann musst du live Feedback geben. Kann man machen. Perfekt, dann lassen wir es uns jetzt schmecken. Also ich fand es wie immer hervorragend. Tim, was war jetzt für dich das Highlight? War es der Ausblick? Ist es die komplette Progress-Story? Ist es Essen? Ist es mal wieder mit uns Zeit verbringen? Das ist eine Mischung aus allem, was heute einfach perfekt ist, David. Hier ist die Pistole an seinem Kopf. Wie viel hast du jetzt dafür bekommen? Krawatte. Stimmt. Aber ey, er wusste nicht, dass er die Krawatte bekommt. Und die meisten Leute, die natürlich die Progress-Story, die Tier-1-Progress-Story machen, die hatten davor auch schon eine Progress-Story. Es kommt natürlich auch regelmäßig bei uns heute rein. Weil gab es auch schon in der Vergangenheit, die mit uns als allererstes direkt hier one bekommen haben, wenn die schon ein paar Vorerfahrungen hatten. Die sind natürlich auch herzlich willkommen. Und auch dann gibt es, wie gesagt, für die Jungs die Krawatten, für die Mädels etwas anderes aus der Goethestraße. Schal zum Beispiel. Aber ja, und essen gehen wir dann auch noch. Aber sage ich mal, ins Buffalo's gehen wir auch wirklich nur mit den Tier 1 Poker Stories. Da muss man sich ja schon anstrengen, dass sich das auch lohnt. Genau, und in diesem Sinne. Schön, dass ihr hier mit dabei wart. Ich finde, das ist auch eine coole Progress-Story. Die kommt dann auch in der nächsten Zeit auf dem Pumpkin Careers YouTube-Kanal. Das heißt, abonniert den auf jeden Fall auch. Da laden wir wirklich seit Monaten einmal pro Woche immer eine neue Progress-Story hoch, damit hier auch jeder sieht, okay, mit egal welcher Ausgangssituation, solange die Ziele da sind, solange die Motivation da ist, können wir da gemeinsam extrem viel rausholen. Ich würde mich freuen, wenn du das Ganze hier als Anlass siehst, auch zu sagen, komm, ich möchte mir das mal anhören. Wie ist der Tim damals vor anderthalb Jahren gesagt hat, einfach mal anhören, einfach mal schauen, okay, kann mir das etwas bringen für meine Karriere, macht das Sinn? Und ja, vielleicht passt das. Und siehe dann machen wir auch in einem halben Jahr, in einem Jahr oder in anderthalb oder zwei Jahren auch hier die Tier 1 Progress Story. Ich würde mich freuen, bis dahin, peace out, liebe Grüße aus Frankfurt.